Ich möchte die Gelegenheit nutzen und einfach nochmal ein kurzes Update geben zu Amazon Business. Quasi, was ist der Stand, wo gehen die hin, was ist so bekannt über die Strategie und die nächsten Schritte, die Amazon Business in der Welt, aber vor allem natürlich, was uns ja ganz besonders interessiert, erstmal hier in unserem Markt in Deutschland tätigen will. Was bisher geschah, Amazon Business ist gestartet, naja, eigentlich schon 2002 oder 2003, indem man smallparts.com gekauft hat. Und so richtig los, also den Nullpunkt, den kann man setzen im Mai 2015, da ging es los mit Amazon Business in den USA, innerhalb eines Jahres dann 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erwirtschaftet und 20% Wachstum Monat zu Monat. Da ist bis heute nicht wirklich klar, wie viel Umsatz ist davon tatsächlich neuer Umsatz, wie viel ist umgeschiftet. Man kann sehr stark davon ausgehen, dass natürlich ein großer Teil des Umsatzes aus dem Privatkundenbereich, sozusagen Privatkunden oder Geschäftskunden, die über Privataccounts gekauft haben, umgeschiftet wurde. Und deshalb ist auch immer, oder hier wie so oft, die Wachstumsdynamik das eigentlich Interessante. Ne? Weil dieses 20-prozentige Wachstum, das erklärt sich nicht nur dadurch, dass ein paar Leute ihren privaten Prime-Account auf einen Business-Account umziehen. In Deutschland ging es dann los, 12.2016, 5 Tage nachdem Wirt Vucato gelauncht hat. Und ich sage das immer so ein bisschen ketzerisch, da musste Amazon ja reagieren und musste was tun, haben dann Amazon Business quasi aus der Hüfte geschossen. Ganz so war es natürlich nicht. Im April diesen Jahres folgte dann UK, auch eigentlich sehr interessant, dass UK ein Markt, der digital auch im B2B eigentlich einen Ticken weiter ist, als Deutschland zuerst ausgerollt oder als zweites ausgerollt wird. Im Oktober jetzt, vor 2 Wochen, in Indien und in Japan gestartet. Indien ja sowieso ein Land, in dem Amazon Business oder Amazon generell sehr stark investiert, Unternehmen auch zum Teil Startups dazu kauft, um dort eben einen Zugriff zu bekommen im B2B und im B2C auf die vielen, vielen Inder und den Emerging Market. Was ist erwartet? Es ist außerdem erwartet, dass es in Kanada bald losgeht. Kanada ist jetzt vielleicht für viele hier nicht der relevanteste Markt, wobei das natürlich durchaus ein spannender und kaufkräftiger Markt ist, genauso wie Mexiko. Auch hier kann man eigentlich davon ausgehen, dass wenn wir heute in einem Jahr hier stehen würden, dass diese Landkarte quasi vollständig dann auch ausgefüllt ist und Amazon hier in den einzelnen Ländern an den Start gegangen ist. Was macht Amazon Business und was sind die Ausbaustufen? Wir haben heute, vor allem heute Morgen, auch bei dir, Bernd, sehr viel über die Ausgabenstruktur im Einkauf und die Bedarfsstruktur in Unternehmen gesprochen. Und natürlich kann man immer diese Grafik ganz pauschal als Modell anführen. Es gibt eben wenige Lieferanten mit einem hohen Umsatzanteil und es gibt eben dann eine ganze Menge Lieferanten mit einem sehr kleinen Umsatzanteil. Und aus Amazons Sicht, und das ist auch eine Folie, die zeigt Amazon auf vielen Konferenzen, ist ja viel unterwegs, war jetzt zuletzt zum Beispiel beim ECC-Forum, hatte einen, ich glaube, diversifiziert diskutierten Auftritt beim PVH-Kongress Anfang des Jahres. Aber Amazon zeigt das selber und Amazon Business spricht auch ganz offen darüber, zu sagen, naja, eins ist ja klar, was wir im ersten Schritt machen wollen, deshalb steht da eigentlich die 1 und nicht die 2. Also da, wo die 2 steht, stellen Sie sich einfach eine 1 vor. Im ersten Schritt wollen wir das ganze Thema Tailspend und Spotbuys uns eigentlich unter den Nagel reißen. So sagen die das natürlich nicht, so meinen die das aber eigentlich am Ende des Tages. Denn im Endeffekt geht es darum, diesen ganzen ungeplanten Bedarf und alles, was irgendwie C-Teile und darüber hinaus betrifft und funktioniert, also zum Beispiel den Netzwerkswitch im mittelständischen Industriebetrieb oder im mittleren Metallbearbeitungsbetrieb, wo dann irgendwie vielleicht oder irgendwie 2 neue Mülleimer gebraucht werden, sowas abzugreifen und damit anzufangen. Und das ist natürlich der viel spannendere, interessantere
Schritt, weil da natürlich auch mehr Volumen drin sind. Im nächsten Schritt sagt Amazon Business natürlich schon, natürlich wollen wir in diesem Planned und Category Spend, also eher in den B- und in den A-Teile-Bereich. Da kann man sich jetzt natürlich drüber streiten, ob das denen gelingt oder nicht. Das möchte ich hier an der Stelle gar nicht bewerten und ich möchte mich vor allem auch gar nicht streiten darüber. Das ist aber die Idee, die Amazon hat. Ja, also wenn man sozusagen sich überlegt, was glaubt denn Amazon, was es da heute tun kann oder was es machen kann, dieser Schritt erst in diesem Longtail-Beschaffungsbereich Fuß zu fassen, um dann in diesen Planned und Category Spend reinwachsen zu können, das ist eindeutig die Idee, die dieses Unternehmen hat. Und das ist auch das, was man heute sieht, was am Markt durchexekutiert wird. Amazon Business ist ja aber letztendlich eigentlich ausschließlich für die Buy-Side verantwortlich. Also sprich, Amazon Business kümmert sich ja, ist ja eigentlich eine Vertriebsabteilung von Amazon oder ein Vertriebsunternehmen von Amazon, um eben Unternehmen und Geschäftskunden auf die Plattform zu bekommen. Amazon Business selbst hat jetzt keine Category Manager, die das Amazon Business Sortiment managen. Das ist in einer Einheit, die bei Amazon tatsächlich Amazon Biz heißt. Dem einen oder anderen fällt die Ironie vielleicht auf. Und zwar wird es gemanagt für diesen ganzen EU5-Bereich. EU5 ist bei Amazon die Bezeichnung eben für Europa, also die 5 Märkte und Länder in Europa, die eben zentral angesteuert bedient werden. Die Unit sitzt zum Teil in London, zum Teil in Spanien, ich glaube in Madrid, glücklicherweise nicht in Katalonien, sonst wären es bald die EU6. Und man sieht hier die Historie, wie hat Amazon die Sortimente auf- und ausgebaut seit 2015, und der ein oder andere wird es natürlich genau beobachten und wird vielleicht auch sich ein bisschen besser damit auskennen, weil er in manchen Bereichen reinliefert. Also begonnen ganz klassisch mit Commodities im Werkzeugbereich, Klebstoffe, Sanitärbedarf, Reinigungsmittel. Dann weitergegangen schon über ein paar speziellere Produkte, zum Beispiel im Bereich Gastronomiebedarf. Der Jens Schütte musste leider schon gehen. Aber wenn man ihn fragt, sagt er auch, natürlich bemerken wir auch, dass Amazon da Sortiment aufbaut. Und natürlich wird es für uns auch ein relevanter Wettbewerber werden. Dieses Jahr kommt dazu Wissenschaftspädagogik. Das ist vielleicht ein Bereich, den man an der Stelle mal ein bisschen ignorieren kann. Antriebstechnikprodukte, Hydraulik und Pneumatik und Filtration, da geht natürlich den technischen Händlern entweder das Herz oder das Messer in der Tasche auf. Aber das sind Sortimente, an denen Amazon gerade aktiv arbeitet. Und interessant ist auch immer, wenn man von Amazon bei einem Hersteller anruft, dann ist auf jeden Fall dieser Hersteller, den man gerade anruft, immer in der Top 3 der wichtigsten Lieferanten für diese Kategorie, den man unbedingt haben will. Also alle Hersteller hier muss ich jetzt quasi leider enttäuschen. Sie sind bestimmt ganz wichtig und sie könnten wahrscheinlich auch zukünftig ganz tolles Geschäft auf Amazon machen. Es gibt bloß 10 Händler, die die 3 wichtigsten sind. So viel dazu. Und geplante neue Sortimente, also könnte man eigentlich sagen, alles, was hier jetzt noch nicht blau ist, soll da noch dazukommen. Im Bereich Life Science, das sicherlich nochmal eine andere Herausforderung wird von den Sortimenten her. Beschläge, Rohmaterial, ja, auch da Maputo, du hattest das ja schon drauf, Amazon Business als potenziellen Wettbewerber in Zukunft. Tierarztbedarf, Ladeneinrichtungen, Chemieprodukte und Schrauben, also alles auch erstmal, was man so im Longtail-Bereich vor allem auch verarzten kann. Und so führt sich das eben so ein bisschen zusammen und das ist eine Erkenntnis, mit der sollte man heute nach Hause gehen. Amazon dreht am Wachstumsrad und dreht eben in 2 Bereichen am Wachstumsrad, also nicht nur, dass man mit Amazon Business versucht, Kunden und relevante Kunden für die Plattform zu bekommen, indem man zum Beispiel tatsächlich auch mit Außendienst, Key Account Managern und Schnittstellenexperten zu Kunden rausfährt, sich mit denen darüber unterhält, wie denn so eine Schnittstelle aussehen muss und was denn Funktionen sind, die Amazon bedienen können muss und da sehr schnelle Lernkurven durchschreitet. Also sprich, man erschließt sich die Zielgruppe und eben gerade gesagt auf der Sell-Side, man erschließt sich das Zielsortiment und letztendlich, wenn ich die beiden zusammenbringe, habe ich natürlich als Marktplatz
irgendwie mein Sweet Spot, aber das ist die Magic, die da sozusagen passieren muss und die heute aber auch schon passiert. Natürlich gibt es da Limitierende, natürlich gibt es Kunden, die so eine hohe Kundenbindung haben mit ihren bestehenden Lieferanten, dass sie erstmal gar keinen Bock drauf haben. Es gibt aber auch durchaus Kunden, die durchaus offen für sowas sind. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Seller und Vendoren, die erstmal skeptisch sind, mit Amazon zusammenzuarbeiten. Es gibt aber welche, die da sehr offenherzig sind und den First-Mover-Vorteil auf ihrer Seite wählen und den auch versuchen, eiskalt zu nutzen. Das sind aber noch nicht ganz so viele, würde ich mal sagen, gefühlt. Was mich immer so ein bisschen belastet in der Diskussion über Amazon Business, und ich merke es auch auf Warenausgang kommen, auf meinem Blog, wenn man dann so diskutiert und es kommt dann, ja, ist ja alles Amazon Business, bla bla, die können ja nicht mal eine monatliche Sammelrechnung schicken. Sage ich, fair enough, das können die heute noch nicht. Man sollte sich aber sozusagen auf einem Feature, das es heute noch nicht gibt, sich nicht darauf verlassen, dass es das vielleicht nicht morgen oder übermorgen gibt. Denn das heißt, glaube ich nicht, dass Amazon das noch nicht erkannt hat, dass das vielleicht ein wichtiges Feature ist. Ich glaube, das wissen die sehr wohl. Ich glaube, es ist einfach noch nicht umgesetzt und es ist irgendwo in der Pipeline. Und als in Anführungszeichen Beleg, dass man da Amazon einfach nicht unterschätzen darf und sich nicht auf sowas ausruhen sollte, habe ich ein paar Dinge mitgebracht, die Amazon jetzt in den letzten Wochen und Monaten gelauncht hat. Ja, zum Beispiel individuelle Produktkataloge und bevorzugte Produkte. Also sprich, ich kann als Administrator eines Kunden komplette individuelle Produktkataloge mir zusammenklicken. Natürlich sagt jetzt jeder Händler, der schon ein paar Kunden irgendwie online hat, ja, das kann unser Online-Shop aber auch und seit 15 Jahren, fair enough. Amazon kann das jetzt auch, also es ist jetzt kein verteidigbarer Wettbewerbsvorteil mehr. Genehmigungsworkflows ist auch kein verteidigbarer Wettbewerbsvorteil mehr. Ausgabenlimits und Ausgabenanalyse auf Userbasis, das ist vielleicht schon ein Feature, das ein bisschen weitergeht, das für den einen oder anderen Einkäufer vielleicht tatsächlich ganz spannend sein kann, je nachdem, auf was man incentiviert ist. E-Procurement Integration als Self-Service. Ich habe uns jetzt das Video erspart, der eine oder andere kennt das ja vielleicht, dieses 3-minütige Erklärvideo, wie Amazon quasi sagt, so, lieber Kunde, kannst du dich onboarden, immer noch nebendran der Button, wenn du es doch nicht kapierst, dann klick einfach hier hin und schick das Zeug deinem IT-Admin, dann macht der das für dich, der wird es garantiert verstehen. Also alles, wo heute der durchschnittliche mittelständische Händler oder Hersteller oder Direktvertreiber ein kleines Schnittstellenprojekt draus macht und zwei Leute einen Monat lang beschäftigt, versucht Amazon im Self-Service zu machen und wird sicherlich auch noch das weiterentwickeln. Und der neue heiße Mist sozusagen, Business Prime Shipping, von Amazon angekündigt als, Shipping ist eigentlich ein bisschen irreführend. Es ist natürlich der Versuch oder der Start, das gleiche Kundenbindungsprogramm wie Prime aufzubauen. Also wenn man sich heute, wer ist Prime, wer hat einen Prime-Account hier? Ja, drehen Sie sich mal, schauen Sie sich mal alle nochmal die Arme hoch und die vorne drehen sich mal rum und schauen mal nach hinten. Brauchen wir nicht weiterreden, ne? Gut, alles klar. Business Prime Shipping, was heißt das? Nur mal zum Vergleich, der Moritz ist leider nicht mehr da. Das hätte ich noch ganz gut gefunden, wenn er noch da gewesen wäre. Ist aber gar nicht schlimm. Mir geht es einfach nur darum, weil ich da natürlich aus meiner persönlichen Erfahrung immer Wirt als Beispiel nehmen muss, weil ich mich damit am besten auskenne. Bei Wirt gibt es ganz klassisch, haben ja ganz viele andere Händler auch, eine Versandkostenpauschale, ich glaube von 6,90 Euro, dann gibt es nochmal Fracht und Verpackung, das wäre unlogisch, aber es gibt auf jeden Fall zwei Pauschalen, 6,90 Euro, 4,90 Euro, Mindermengenpauschalen gestaffelt von 12,50 Euro bis 7,50 Euro. Bei Berner, der Bernhard ist leider auch nicht mehr da, aber bei Berner ist ab 300 Euro netto frachtfrei, bei Konrad sind es 252,10 Euro. Anscheinend algorithmenbasiert ermittelt, sonst weiß ich nicht, wie man auf so eine Zahl kommt, aber es hat wahrscheinlich was mit der Mehrwertsteuer zu tun. Anyway, alles Wurst, Amazon Business Prime Shipping, das heißt also ab 10 Nutzern 200 Euro im Jahr, ab 100 Nutzern, bis 10 Nutzer, Entschuldigung, 200 Euro im Jahr, bis 100 Nutzer 500 Euro im Jahr und über 100 Nutzer pauschal 4.000 Euro im Jahr. Das heißt also, ich habe jetzt mal die milchmädchenhafte Rechnung aufgemacht. Bei einer Bestellung pro Nutzer pro Monat bei 10, 100 und 1000 Bestellern heißt es also, eine
Lieferung über Amazon Business Prime kostet noch 1,76 Euro oder 42 Cent oder eben 30 Cent. Das heißt also, und ich kenne Händler, die heute noch von der Fracht und Verpackung ganz gut leben. Ja, da ist es tatsächlich noch ein Bestandteil des EBITs am Jahresende. Das ist natürlich nicht morgen weg, aber es gibt halt einen Ansatz, warum das eventuell über die nächsten 10 Jahre ganz schön erodieren könnte. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass natürlich heute auf Amazon der New Deal stattfindet. Ja, New Deal nach der ersten großen Wirtschaftskrise im letzten Jahrhundert in den USA. Der New Deal, sozusagen die Neuverteilung des Marktes, und auch auf Amazon findet ein New Deal statt, Neuverteilung der Marktanteile. Und wenn man zum Beispiel auf Amazon nach so einem Commodity-Produkt sucht, wie Trennscheibe, 125 mm Metall, das habe ich neulich gesucht, weil ich bei mir zu Hause ein bisschen Umbau oder unser Haus verunstalte, wie meine Freundin dazu sagt, findet man tatsächlich keine, also unter den Top-Suchbegriffen oder unter den Top-Suchtreffern, seien es gesponserte oder seien es organische Suchtreffer, man findet viele etablierte Herstellermarken und auch deutsche Premium-Hersteller wie Flex oder Klingspor oder Pferd oder Rodeos oder natürlich 3M, die findet man da nicht. Die sind auf Seite 2 und Suchergebnisse auf Seite 2 bei Amazon, das ist so ein bisschen wie bei Google SEO vor 3 Jahren. Wenn man eine Leiche verstecken will, dann immer ab Seite 2 bei Google respektive bei Amazon, da schaut nämlich keiner danach. Das heißt also, Unternehmen wie Novo Abrasive, Hetman, Trennscheiben und SBS, wer kennt eines dieser Unternehmen? Einer da hinten, wir unterhalten uns nachher mal. Ich kannte die nämlich nicht. SBS kenne ich mittlerweile ganz gut, weil ich mich da ein bisschen drum gekümmert habe, wer da dahinter steckt. Also alles Player, die quasi über den Marktplatz groß werden. Und jetzt kann man natürlich hingehen als einer dieser 3 Anbieter und sagen, und das meine ich völlig wertungsfrei, also ich möchte da gar niemanden in den Senkel stellen, deshalb mache ich das jetzt hier pauschal. Man kann natürlich sagen, ja, aber da werden jetzt pro Jahr vielleicht 100.000 Scheiben verkauft. Das ist doch für uns, das ist Drop in the Bucket, das machen wir zwischen Frühstücksbrötchen auspacken und Kaffee einschenken, fallen da bei uns 100.000 Scheiben vom Band. Das Problem ist nur, wenn man sich die Wachstumsraten dazu anguckt, die, ich glaube, in gerade solchen Kategorien relativ gut sind und man sagt, man startet, wenn das mal 1 Million Scheiben überschritten hat, dann wird man da gar nicht mehr hinkommen, weil dann die Messe gelesen ist und der Markt einfach verteilt, weil der New Deal ist dann natürlich auch erstmal endlich. So viel dazu. Zum Schluss, um nicht ganz so negativ zu enden, obwohl es draußen schon dunkel wird, ich wollte ja gar nicht so dunkel werden, zur kleinen Erheiterung. Also Jeff, die Zeiten ändern dich und auch im B2B führt an Amazon kaum Weg vorbei. Und 1998, da gab es den freundlichen Jeff Bezos, der gesagt hat, I sell books, und jetzt ist es der Jeff Bezos, der sagt, I sell whatever the fuck I want. Herzlichen Dank. Jetzt habe ich mich selber anmoderiert, ich muss mir nicht selber Fragen stellen. Der Alex Graf hat es hergeschafft mit Czech Airlines als Air Berlin Ersatz. Als Eurowings Ersatz. Guten Abend, Alex. Kleinen Applaus für dich vielleicht noch. Wir tauschen mal, da kann ich schon mal anschließen. Genau. Ist das an, Nico? Ja, genau. Also es sind auch ein paar Fragen bei Slido gekommen. Also erstmal herzlichen Dank, dass ihr mich mit eingeladen habt. Das finde ich sehr mutig von Lennart, weil bevor ich Lennart kannte, dachte ich, C-Teile sind immer irgendwie C-förmig gebogene Bauteile, die von Händlern verwendet werden. Aber dank Warenausgang und dann Lennart habe ich so ein bisschen gelernt, das stimmt gar nicht. Das ist eine ganz andere Industrie, von der wir hier reden. Und Lennart hat mich nochmal gebeten, ein paar Worte zu sagen, wie wir den Gesamtmarkt einschätzen. Aber wir können nochmal die Fragen, die in Slido aufgetaucht sind, jetzt zu dem Amazon-Vortrag, die können wir schon mal diskutieren, weil die finde ich ganz unwichtig. Ich kann das parallel mal anschließen. Genau. Und zwar die erste Frage ist, was ist deine Prognose zu beratungsintensiven B2B-Produkten auf Amazon Business? Da wäre meine Frage erstmal an dich, was ist überhaupt ein beratungsintensives Produkt? Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge beratungsintensive Produkte und vor allem alles Produkte, die immer sehr individuell auf irgendeine Anwendung oder Ähnliches angepasst sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Betriebseinrichtungsbereich unterwegs ist, dann glaube ich, dass es dort schon, immer wenn es um individuelle Lösungen geht, es auch sehr beratungsintensiv ist. Ich glaube nicht, dass ein durchschnittliches Elektrowerkzeug sehr beratungsintensiv ist.
So wie sehe ich das? Es gibt den Fall, ich habe da leider keinen Beleg dafür, aber ich glaube den einfach, weil er aus einer sehr seriösen Quelle stammt. Und zwar hat Amazon Business in den USA, wurden dort schon Maschinen verkauft für 250, 300, 400.000 Dollar, die jetzt, würde ich einfach mal draus schließen, aufgrund ihres Preises dann doch eher als beratungsintensiv zu bezeichnen wären. Ich glaube, Amazon, wenn man sich das Thema mit Tail Spend anschaut und dann eben Planned und Category Spend, ist jetzt, glaube ich, nicht der große Schritt von Amazon oder der nächste Schritt zu sagen, wir wollen jetzt auch individuell konfigurierbare oder technisch sehr erklärungsbedürftige Produkte kaufen, sondern ich glaube, es geht eher darum, den konstanten Bedarf erstmal abzugreifen. Was ich aber gelernt habe und was mein Eindruck ist, Amazon mit dem Wort nie oder der Präposition nie in einem Begriff, in einem Satz zu verwenden, das ist eine ganz schlechte Idee. Deshalb sollte man das nicht ausschließen. Das ist aber, glaube ich, kein Thema, das uns in den nächsten 3 Jahren hier erwartet. Soweit würde ich mich mal aus dem Fenster lehnen. Zweite Frage, kundenindividuelle Preise. Wann erwartest du das? Also ich würde mal sagen, dieses Jahr nicht mehr, aber ich bin mir sicher, da arbeitet Amazon dran. Und ob das nächstes Jahr was wird oder übernächstes Jahr, aber das wird sehr schnell kommen, weil das wissen die hier Anwesenden ja am besten, das ist eine Anforderung von Kunden. Wir haben das vorhin gehört von Berner, wenn der Bernhard Rackel sagt, wir haben gemerkt, Kunden quasi irgendwie einen Standardpreis sehen, das wollen die gar nicht, die wollen halt nach Login ihre kundenindividuellen Preise sehen. Und Amazon spricht mit den Kunden, Amazon durchschreitet da ganz steile Lernkurven und Amazon wird sowas auch relativ schnell umsetzen. Und wenn einer 60 Millionen Preise handeln kann auf irgendwelchen Servern, dann wahrscheinlich Amazon. Gibt es für die Händler und Hersteller, die hier sind, zu Amazon Business oder Aktiv Design eine Alternative? Da muss ich jetzt vorsichtig sein. Die Frage ist, macht es Sinn, in Alternativen zu denken oder macht es eher Sinn, mich so aufzustellen, dass ich alles, was irgendwie interessant ist, zu bespielen? Ich finde den Mercateo-Ansatz sehr interessant, ja, Mercateo Unite. Wir haben gestern Abend darüber gesprochen, dass ich glaube, dass das sozusagen ahead of time und ahead of schedule ist und sicherlich spannend ist. Ich würde mich als Händler und Hersteller immer so aufstellen, dass ich sowas bedienen kann und bespielen kann und mir gar nicht versuchen, Alternativen zu bauen, genauso wenig, wie ich das Thema Amazon negieren würde. Und so wie es der Moritz heute gesagt hat, ja, wir brauchen eigentlich keine Amazon-Strategie. Ich glaube, auch so ein Wirt braucht eine Amazon-Strategie. Vielleicht wird man es irgendwann merken und dann hat man noch Zeit oder es ist zu spät und es kostet eine Menge Geld, da sozusagen Rückstand aufzuholen. Aber wenn du so fragst, es gibt keine Alternative, sich nicht damit zu beschäftigen. Sehr cool. Vielen Dank, Lennart. Und ich finde jetzt an dieser Stelle einen Applaus für Lennart, der das ganze Thema hier auch kuratiert hat. Ist auf jeden Fall angebracht. Dankeschön.